Während des Zweiten Weltkriegs kommandierte Major Greg Boyington im Kampf gegen die Japaner eine Jagdstaffel des US-Marinekorps im Südpazifik. Seine Piloten waren ein Haufen von Unruhestiftern und Wirrköpfen, die durch ihre beispiellose Tapferkeit bekannt wurden. Man nannte sie die schwarzen Schafe. Die First Lady besucht die Front. Um die Moral der Truppen zu stützen, besucht Eleanor Roosevelt die Front im Südpazifik. Trotz des engen Zeitplans hat sich die First Lady vorgenommen, 21 Inseln zu besichtigen, bevor sie in die Staaten zurückkehrt. Präsident Roosevelt persönlich hat diese Reise genehmigt. Aber der Kongress war darüber besorgt, dass sich die First Lady so nah an die Frontlinie begibt. Admiral Charles Taylor, langjähriger Freund der Roosevelts, überwacht persönlich ihre Sicherheit. Doch der Präsident und der Kongress brauchen keine Angst, um sie zu haben. Die Maschine der First Lady wird ständig von der berühmten Navy-Staffel, den fliegenden Broncos, bewacht. Bitte melden, Flying Broncos. Kommen, Flying Broncos-Führer. Hier ist Silver Fox. Hört ihr mich, Flying Broncos? Wollen Sie damit sagen, Sie haben keinen Kontakt zu Silver Fox? Wir sind in schlechtes Wetter geraten, Sir. Das ist keine Entschuldigung. Finden Sie die Maschine, verdammt! Silver Fox an Führer Flying Broncos. Silver Fox an Führer Flying Broncos. Scheint, da hat jemand Funkprobleme, Greg. Da ist sie bei 5 Uhr, Greg. Sieht aus wie eine Transportmaschine. Die hat nicht nur Funkprobleme. Casey, du bleibst oben. Ihr anderen folgt mir. Treffer, sonst ist alles okay. In diesem dunklen Wald sollte auch ein Silberfuchs besser nicht allein sein. Es war schlechtes Wetter und ich habe meinen Jagdschutz verloren. Da sind sie ja. Silberfox, hier Führer Flying Broncos. Alles okay? Jetzt ja. Vielen Dank, Führer Schwarze Schafe. Der Navy zu helfen ist uns ein Vergnügen. Kommt mal nach La Cava. Da spendieren wir euch einen Drink. Danke für die Einladung. Wende 180 Grad. Freunde, wir fliegen nach Hause. Seit 2 Wochen flogen wir täglich Routineeinsätze. Start vor Morgengrauen, dann Bomberjagdschutz bis mittags. Der Vorfall mit dem Silberfuchs war eine willkommene Abwechslung. Und es blieb noch eine Menge Zeit, totzuschlagen. Nur für den Fall, dass ihr Mädels euch langweilt. Hier ist Nachschub. Limonbohle ist äußerst schmackhaft und vitaminreich. Hallo. Habt ihr den Stoff? Na klar, alles Paletti. Jungs, Vorsicht, brenne Alkohol. Genau, richtig. Das hoffen wir. Das Zeug brennt höllisch. Hallo, Greg. Ihr braut euch was zusammen, ne? Ja, du darfst es als Erster probieren. Du bist der Major und so. Nicht aufs Hemd schütten. Ich halte mehr vom Scotch. Der Scotch ist empty. Wir haben ihn gegen Öl getauscht. Larry, das ist kein Leben ohne Scotch. Postflieger? Was? Doch nicht an diesem Wochentag. Jeb, wir fahren mal rüber. Ja, Sir. Irgendwie schmeckt das Zeug scheußlich später. Komm, mich interessiert der Transporter. Wir hatten nicht viel Verkehr auf Vella La Cava. Es gab nur 2 Gründe, aus denen die R4D hier landete. Entweder wir bekamen wichtigen Besuch oder wir bekamen Ärger. Ich ahne nichts Gutes, Larry. Was habt ihr wieder ausgefressen, Sunnys? Nichts. Wirklich nichts.
Macht schnell, Jungs. Ja gut, da steht die Kamera richtig. Und ihr kommt rüber auf diese Seite. Hey, Sie was soll das? Raus. Kamera ab, und so. Verdammt, schon. Was soll das? General. Colonel. Herzlichen Glückwunsch, Greg. Danke, für was, Sir? Er weiß es tatsächlich nicht. Die Transportmaschine, die Sie gerettet haben, hatte Eleanor Roosevelt an Bord. Sie verdankt Ihnen und Ihren Männern ihr Leben. Die First Lady? Jim, Admiral Taylor, Major Boynton. Seht ihr, wir haben nichts ausgefressen. Wenn wir nichts falsch gemacht haben, haben wir vielleicht was richtig gemacht. Was meinst du mit wir, Schwachkopf? Von euch macht keiner Fotos. Schwachkopf. Nein, Sie damit. Geh ich. Captain Casey, bringen Sie den Rest der Staffel hierher. Wir wollen ein paar Fotos machen. Seht ihr, wir haben nichts ausgefressen. Entschuldigen Sie, Admiral. Ja, so ist gut so. Major, stellen Sie sich bitte zum Admiral in die Mitte. Und Colonel, in Ordnung, gut so. Hey, was Rückt ist da alle los? Noch ein wenig mehr zusammen. Ich weiß auch nicht. Einer der Fotografen sagte, sie sollen Eleanor Roosevelt das Leben gerettet haben. Und lächeln, meine Herren. Vielleicht hat er dich verarscht. Ja, warum nicht gleich so? Keep smiling! Larry? Mein Larry hat das getan. Ich höre dir, was habe ich vorher noch gesagt? Echt, das habe ich noch nie. Ich sage dir, Verzeihung. Meine Herren, können wir noch ein Foto machen, wie Sie mich dafür anstoßen möchten? Danke. Okay. Ja, wie wäre es jetzt mit einem kleinen Lächeln? Ja. Recht vielen Dank. Gerne, Chef. Admiral, wenn die Navy für die Sicherheit der First Lady verantwortlich war, wieso rettete sie das Marinekorps? Nun, eigentlich gehörte das Marinekorps zur Navy. Es gibt eine lange Geschichte der Kooperation. Was sagen Sie dazu, Major? Ja, absolut. Der Admiral hat recht. Eine lange Tradition der Kooperation. Auf die Navy, Admiral. Auf die First Lady, Jungs. Sie meinen, es sind junge Draufgänger? Was ist los? Hören Sie schlecht? Ich hab gesagt, Sie sind eine Bande Sunny Boys und noch grün hinterm Ohr. Ich verstehe, ja. Danke, Sergeant. Also, ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich wusste nicht, dass die First Lady im Flugzeug war. Wie soll ich sagen? Ich meine, wir alle hier sind ein Team und tun unseren Job. Sie sollten mit einem... Fragen Sie meinen stellvertretenden Offizier, Captain Casey. Das ist, wie war Ihr Name? Ned Waters. Ned, das ist Captain Casey. Er ist vom Life Magazine. Life Magazine. Ja, Captain, was war Ihre erste Reaktion, als Sie hörten, dass Sie das Leben der First Lady gerettet hatten? Oh, wissen Sie, ich war einfach froh, dass alles gut gelaufen war, okay? Sie sind bestimmt sehr stolz gewesen. Bestimmt bekam der Krieg für Sie eine mehr persönliche Perspektive. Ja, das kann schon sein. Ich bin so stolz auf dich, Larry. Captain, wie ist Ihr Leben, wenn Sie nicht im Einsatz sind? Oh, es ist nichts Besonderes, wirklich. Nur etwas langweilig. Wissen Sie, ein Tag ist wie der andere. Ich erzähle Ihnen darüber. Oh, nein. Reden Sie doch mal mit Boyle. Boyle hat ein echtes Känguru. Er sitzt da drüben. Oh, danke. Sie haben einen Gemüsegarten? Ja. Wofür? Vitamine, was zu essen. Hey, frisches Gemüse ist hier Gold wert, Kumpel. Was interessiert Sie an diesem Tier, Lieutenant? Sein fabelhafter linker Haken, er ist ein echter Champ. Hey, du bist ein echtes Topmodel, Boy. Ich kann's nicht glauben, dass das alles hier passiert. Ich kann's. Und halte es für ziemlich übertrieben. An dem Tag wurden eine Menge Sprüche geklopft und Fotos geschossen. Aber am nächsten Morgen ging's wieder in den alten Trott. Wir waren auf der Suche nach Toyos. Zumindest glaubten wir das. Also, Jungs, wir gehen auf Kurs 340. Führer Schwarze Schafe, hier ist Espiritus Marcos. Hören Sie mich? Führer Schwarze Schafe, reden Sie, Colonel. Ihre Befehle haben sich geändert, Greg. Sie und Ihre Staffel melden sich in Espiritus Marcos. Jetzt? Sofort. Hallo, Sergeant. Colonel Lard ist nicht da, Major. Und wo ist er? Er und General Moore sind zur Besprechung bei der Flotte. Bei der Flotte? Wann kommt er zurück? Nicht vor ein paar Stunden. Er ist gerade erst gegangen, vor etwa 5 Minuten. Erst was? Warum hat er mich hergeholt, wenn er gar nicht hier ist? Er war's nicht, Major Boynton. Ich war's. Maurice Parker, Marine Corps Informationsdienst. Freut mich, Colonel. Worum geht's denn? Kommen Sie in mein Büro, wir reden darüber. Auf das Korps. Auf das Korps. Gratuliere. Exzellenter Scotch. Ist das frische Milch? Ich lasse Sie einfliegen. 3-mal die Woche. Ich könnte nicht ohne Sie leben. Greg, Sie und Ihre Männer setzten hier was in Gang, in das wir uns verbeißen können. Verstehen Sie? Ich habe mich nach Espiritus versetzen lassen deswegen. Ja, Sir, aber
Ich weiß immer noch nicht, warum ich hier bin. Oh, Sergeant Powell, bringen Sie bitte den Zeitplan rein. Greg, Sie stehen im Rampenlicht jetzt und es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Danke, Sergeant. Also, da ist ein Fototermin vor dem Essen und gleich danach eine Verbindung für ein Interview mit Pearl. Dann zwei Reporter von Associated Press. Das ist erst der Beginn, erst der Anfang. Darf ich mal sehen, Sir? Natürlich. Danke. Fototermin, Pressekonferenz, Interviews. Sind Sie United Press International? Richtig. Hören Sie, Colonel. Nennen Sie mich Maurice, bitte. Maurice. Ich mag das nicht und ich bin sicher, auch niemand aus meiner Staffel. Na, daran gewöhnen Sie sich. In ein paar Wochen sind Sie ein Profi. Das ist erfolgversprechend für euch. Halten wir uns nicht gegenseitig zum Narren, Colonel. Wir haben Krieg und der Grund, weshalb wir hier sind, ist, wir sind Jagdpiloten. Entschuldigung, Major, aber ich glaube, Sie irren sich. Zurzeit, glaube ich, ist das die wichtigste Aufgabe, die Sie fürs Marine Corps tun können. Major, Sie wissen, dass die Army und die Navy sich traditionell den Kuchen teilen und dem Marine Corps nur die Krümel übrig lassen. Darauf basiert die öffentliche Meinung über das Marine Corps. Und genau jetzt haben wir die Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen. Sie haben die Möglichkeit dazu. Und ich bin sicher, Sie finden niemand anders. Und danke. Aber Major... Guter Scotch. Viel Glück. Major, er ist nicht sehr kooperativ, was, Sir? Das kann man wohl sagen, Sergeant. Danke. Aber wir schaffen's. Wir schaffen es. Mit oder ohne Major Boynton. Wie bist du an diese Wochenschau-Rolle gekommen? Der Kurierpilot schuldete mir einen Gefallen, aber wir haben sie nur für eine Stunde. Na los, mach schon! Okay, okay, mach das Licht aus. Jetzt geht's los. Mrs. Helena Roosevelt sagt Major Gregory Boynton vom Marinekorps ihren hochachtungsvollen Dank. In der zweiten Woche ihrer Pazifik-Rundreise wurde die Maschine der First Lady von den Japanern angegriffen. Flieger als Major Boynton rettete mit seiner Staffel in einer mutigen Aktion die Kuriermaschine vor dem sicheren Abschuss. Major Boyntons Staffel ist auf Vela Lacava stationiert, einer winzigen Insel im Südpazifik. Ihre exzellenten Leistungen sind das Resultat exakter Einsatzbesprechungen. Man nennt sie die schwarzen Schafe. Lernen Sie sie kennen. Lieutenant Jerry Breck aus Wheeling, West Virginia. Jerry geht nie ohne sein Tagebuch in den Einsatz. Er plant nach dem Krieg ein Buch zu schreiben. Lieutenant Bob Boyle. Sein Interesse an Tieren brachte ihn dazu, sich um ein junges Känguru zu kümmern, dessen Mutter bei der Geburt stand. Lieutenant Thomas French aus Riverside, Kalifornien, führt seine landwirtschaftlichen Studien fort, die er an der Texas Academy begonnen hatte. Er verschenkt Gemüse, das er züchtet, an die Angehörigen. Einer der besten Piloten der Staffel ist so bescheiden, dass er den Reportern seinen Namen nicht nennen wollte. Einen Teil ihres Erfolges verdanken die Piloten dem Werkmeister der Staffel, Master Sergeant Andrew Micklin, zu dem alle ein herzliches Verhältnis haben. Falls einer der Piloten das Gefühl hat, dass sein Motor unruhig läuft, bleibt Andrew Micklin die ganze Nacht auf, bis er den Fehler gefunden hat. In ihrer Freizeit findet sich die Staffel oft zusammen, um eine Limonenbowle zu genießen. Diese Früchte reifen wild auf ihrer Insel. Aber wenn die Pflicht ruft, sind die Männer sofort zur Stelle. Wie der stellvertretende Offizier Captain Larry Casey, ein früherer Landarbeiter aus Oklahoma, der Wyatt Earp der Truppe. Wie drückte er sich aus? Gefahr ist etwas, womit man lernt zu leben. Die Jagdstaffel Schwarze Schafe, der Stolz des Marinekorps und der Schrecken des Südpazifik. Ja, das war's. Gefahr ist was, womit man lernt zu leben. Willst du ein Autogramm, Schatz? Also, Jungs, hört auf. Lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Der Erste, den ich mit dem Seidentuch erwische, kriegt von mir aufs Maul. Das war sehr lustig, aber wir hatten zu tun. Ja, komm, wir gehen. Ein toller Bericht. Zeigt so richtig, wie hart es hier an der Front zugeht. Hey, Sir, das ist gerade angekommen. Was steht drauf? Es ist für alle. Das ist Scotch, unsere Marke. Oh, warte, klasse. Warte. Mit besten Wünschen, Colonel Maurice Parker. Hey. Gute Nacht, Greg. Meine Gebete wurden erhört. Komm, Freude auf. Hey, Sam, wohin willst du? Wie lange soll das so weitergehen, Greg? Sie sind erwachsene Männer. Was erwartest du von mir? Soll ich sie ins Bett schicken? Schließt das auch Jeb ein? Diese Männer setzen ihr Leben aufs Spiel. Jeden Tag. Jetzt bekommen sie dafür etwas Anerkennung. Und weißt du was?
Sie verdienen es, einschließlich Jeb. Wie weit geht das? Sollen sie glauben, sie sind unbesiegbar, bis einer verwundet wird oder getötet? Du weißt, sie sind Jagdpiloten. Greg, Sieg's, 11 Uhr. Okay, Jungs, jetzt bezahlen wir den Scotch. Es sollte ein Routineeinsatz sein, aber es wurde eine ausgesprochen harte Angelegenheit. Schwarze Schafe, hier ist Captain Harper, Informationsabteilung des Hauptquartiers. Wir machen Filmaufnahmen Ihrer Einsätze. Schaffen Sie die lahme Ente hier weg! Greg, hier Maurice, tun Sie einfach so, als wären wir nicht hier. Parker, bringen Sie das Flugzeug hier weg! Oder ich puste es aus der Luft! Ich glaube, wir haben genug im Kasten, Greg. Weiterhin viel Glück, wir sehen uns unten. Öl, Zündkerzen, Dichtung, Vergaser, Pleuelstangen. Haha, sieht aus, als ob diese Vögel Weihnachten feiern können. Maurice, ich möchte mit Ihnen reden. Oh, Greg, tut mir leid, dass ich Ihnen das Kamerateam auf den Hals geschickt habe. Wurde in letzter Minute entschieden. In letzter Minute, hä? Nicklein, wo haben Sie das her? Mit Empfehlung von Colonel Parker hier. Wie sind Sie daran gekommen? Na, ganz einfach. Für euch Jungs eine Kleinigkeit. Und wenn Sie noch was brauchen, lassen Sie es mich wissen, okay? Dasselbe gilt für Sie, Greg. Alles, was Sie wollen auf der Welt. Sie brauchen es nur zu sagen. Darauf trinken wir was. Sag mal, Andy. Ja? Was halten Sie von dieser Heldengeschichte? Ist eine Menge Blödsinn, aber diese Teile sind's nicht. Die sind real. Ihre Sunny Boys kriegen vielleicht einen Höhenflug, weil sie glauben, sie sind Helden. Aber Maschinen zu fliegen, die durch Bierdosen oder Angeldraht zusammengehalten werden, ist nicht gut. Auf Eleanor Roosevelt. Der ist gut. Richard! Ja, Sarge? Bau die Zündkerzen aus den Maschinen aus. Aber was? Wer? Schnell, Junge. Aber wer? Was ist? Bist du eine Art Papagei oder was? Tu, was ich sage. Ja, Sarge. Fröhliche Weihnachten. Die Tatsache, dass die Japaner am Tag nicht mehr angreifen, ist ermutigend. Ja, das stimmt. Aber sie formieren sich um. Wir müssen wissen, was sie vorhaben. Stimmt was nicht? Möglicherweise sind sie schneller, als wir dachten. Wir beobachten seit einiger Zeit die Tokyo Express, westlich von Rabaul. Eins der Transportschiffe hat sich Kurs Süd abgesetzt. Wir verloren die Spur. Ein Truppentransporter. Einer der großen. Wir schätzen, 1100 Mann plus schwere Waffen. Süden? Da nimmt der Kurs auf Bougainville. Das tun auch wir. In 3 Tagen haben wir vor, 1500 Männer am Standort abzusetzen. Ich muss wissen, wohin er fährt. Aber warum schicken Sie nicht einen Zerstörer hin? Der findet ihn. Der kommt nicht an der Tokyo Express vorbei. Aus der Luft könnten wir ihn angreifen. So weit im Norden war noch niemals eine Staffel. Eine Himmelfahrt. Was ist mit Boeington? Wenn die schwarzen Schafe so gut sind, finden sie den Transporter. Boynton ist der Beste, aber das ist keine Garantie dafür, dass er es schafft. Sie verlangen verdammt viel, Jim. Das weiß ich auch, Tom. Das war perfekt. Jetzt noch eine Einstellung. Sie ziehen Ihre Pistole, prüfen, ob sie geladen ist und steigen in die Maschine, okay? Geht klar. Wir haben einen Einsatzbefehl. Okay, gut, dass Sie hier sind. Ich möchte Sie auch filmen. Folgen Sie uns mit dem Kameraflieger. Oh, ich bin Ihnen doch sicher im Weg, oder? Nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Hey, Greg, hör zu. Maurice sagt, er könnte ein Baseballfeld bauen lassen, hä? Ja, und er fliegt ein paar Leute vom Film ein. Er glaubt, die bekommen hier Anregungen für ein Filmdrehbuch, weißt du? Fantastisch. Aber wir müssen einen Einsatz fliegen. Ja. Cool, hä? Ich hab vergessen, es abzunehmen. Cool, ey. Hände weg von meinem Halstuch. Bougainville war die größte Insel der Salomonen. Sie hatte die höchsten Berge, die dichtesten Dschungel und die besten japanischen Jagdpiloten. Wir flogen über die Insel, als ob sie uns gehörte. Da ist es, Papi! Gehen wir an die Arbeit. Ein tiefer Griff und weg.
Mensch, Papi, da muss irgendwo ein Nest sein. Sie waren uns zahlenmäßig 3-1 überlegen. Das bedeutete, wir mussten besser fliegen und sie ausmanövrieren. Das taten wir, bis der Sprit knapp wurde. Wir waren fast so gut, wie es die Wochenschau von uns behauptete. Sie schmierten Schaum in mein Gesicht und machten ein Foto. Der Text dazu war, sagen Sie Ihrer alten Rasiermethode Adieu und gönnen Sie Ihrer Haut eine Wohltat. Du rasierst dich nur für Fotos, oder? Ja. Ich habe $100 verdient. Ich wusste es. Wieso? Naja, Maurice sagt, wir sind gute Werbeträger. Ich frag Maurice mal, ob er auch für Rocky und mich sowas arrangiert. Für was, Flohpulver? Haha, sehr witzig. Sportartikel, weißt du, Badehosen, Boxhandschuhe, solche Sachen. Er ist zu klein für Boxhandschuhe. Nur kein Neid, er wächst noch. So wie du, Boy. Ja, Sweetheart. Hey, Papi, iss, solange sie heiß sind. Gib mir auch noch einen. Das sind ja Hot Dogs. Maurice ließ sie einfliegen aus San Diego. Fabelhaft. Er hat naja für die besorgt. Wir fliegen nach Espritos. Kommst du mit? Natürlich, wir machen etwas Rambazamba. Ab und zu muss ich arbeiten. Ich nehme an, wir sehen uns später. Dann viel Spaß. Na, den werden wir haben, darauf kannst du einlassen. Also, auf geht's, nach Espritos. Kommst du mit, Sam? Nein, ich bleib lieber hier. Sam, diese Hot Dogs sind großartig. Möchtest du eins? Nein. Ah, wann habe ich zuletzt einen Hot Dog gesehen? Ich denke daran, um Versetzung zu bitten. Versetzung. Einfach so? Ich eigne mich nicht für die Front. Komm schon, Sam, das weiß ich besser. Die Dinge laufen nicht gut für mich hier. Seltsam. Du sagtest doch, du fühlst dich wohl. Das war, bevor die Publicity anfing. Aber das hört nie auf und die gefährlichen Einsätze auch nicht. Seit wann ist Krieg ungefährlich, Sam? Es läuft wohl darauf hinaus, was ich als erstes lernte auf der Schwesternschule. Tu deinen Job ohne emotionale Beteiligung. Du wolltest doch kein Armeekind mehr sein. Niemals lang genug an einem Ort, um Beziehungen zu knüpfen. Und jetzt läufst du weg. Greg, mein Bruder fiel 2 Tage vor seinem 21. Geburtstag. Er war ein guter Pilot, aber er war auch der Sohn des Generals. Sein Name war dauernd in der Zeitung. Er stand immer an der Spitze der Liste für gefährliche Einsätze. Es hörte nie auf. Ich sehe nicht zu, wie das wieder passiert. Okay, ich hatte gehofft, die Sache würde sich nach ein paar Tagen beruhigen. Ich irrte mich. Die Publicity Colonel Parkers schien kein Ende zu nehmen. Okay, kommt raus. Das ist Marcia, dies ist Cassie. Glenis, Isabel. Und last but not least, aus dem Südpazifik. Na, was ist denn? Was ist los? Na los, mach die Fotos. Schieß ein paar schöne Fotos. Na, mach schon, mach schon. So, ja, schön. Mach so viele Fotos wie möglich. Hey, zuerst bin ich dran. Komm, mach ein Foto. Ist das zu fassen? Ja, so ist es. Schieß Fotos, Fotos, Fotos. Was für eine Bande Ratten. Sir, wir haben versprochen, Sie in einer Stunde zurückzubringen. Oh ja, das ist alles. Okay, okay, das war's. Zurück in die Maschine. Zurück. Feiern. Hey, was ist denn los? Ja. Die Jungs waren nicht sehr beunruhigt wegen des Vorfalls mit den USO-Showgirls. Sie vergaßen es so schnell, wie es passiert war. Hey, Jungs, ich hab hier was, das euch bestimmt gefallen wird. Seht euch das mal an. Seht euch das an. Die schwarze Schafe-Staffel. Asse im Pazifik. Hey. Hier, der stellvertretende Offizier, der freundliche Captain Lawrence Casey. Wo steht was über mich und Rocky? Das ist gut. Sie vergaßen meinen Namen. Hey. Hey, das bin ich. Ja? Das bin ich. Hört euch das an. Der Pilot, den die Japaner vielleicht am meisten fürchten, ist Lieutenant Don Adlerauge French. Hey, lest dir die Wahrheit. Aber die Krankenschwestern waren nicht bereit, es zu vergessen. Für sie war das Fass übergelaufen. Wir müssen zusammenhalten.
Das bedeutet, wir gehen nicht mehr in den Schafstall. Wir übersehen sie einfach. Darf ich auch Larry nicht treffen? Natürlich nicht. Er ist nicht besser als die anderen. Wir sind uns also einig. Ellie! Okay. Das Einzige auf dem Einsatzplan ist ein Aufklärungsflug Kurs Norden mit zwei Maschinen. Larry, wessen Einsatz ist das? VMF-202 Flying Deuces. Ein leichter Einsatz? Die Gegend ist voller Siegs. Solch ein Einsatz wäre für euch genau das Richtige. Bringt eine Menge Publicity ein, könnte eine Titelstory werden. Was ist mit der VMF-202? Also gut, ich erledige den Papierkrieg. Mir küsste Scotch an die richtige Adresse. Wirkt Wunder. Was denkst du? Klar, wieso nicht? Okay, Maurice, ist gebombt. Gut, das wäre geregelt. Danke, Larry. Ich kümmere mich um alles. La Cava aus. Titelstory, ja? Komm, Freude auf. Rocky, ich komme. Danke, Sergeant. Danke. Ich wollte dir das bringen, Larry. Das war's, Larry. Entschuldige bitte das mit heute, das tut mir leid. Es ist nicht nur wegen heute. Es ist das Seidentuch und der Revolver. Einfach alles. Komm schon, wir können doch darüber reden, oder? Solange du weiter so spinnst, gibt es nichts zu reden. Bye, Larry. Larry, was ist los? Nichts ist los. Da ist die Insel. Es ist merkwürdig ruhig. Das gefällt dir das besser? Ich hoffe, Sie mögen verwackelte Fotos. Zeros, vorn, 1 Uhr. Ja. Setz mich an der Startbahn ab. Meine Versetzung ist durch. Ah ja? Ich gehe nach Neukaledonien. Warum nicht nach San Diego oder San Francisco? Ich meine, wenn schon, warum nicht ganz zurück? Sie brauchen eine Schwester mit meiner Erfahrung in Neukaledonien. Und wir brauchen dich hier nicht, Sam? Greg, ich kann nicht hierbleiben. Du willst es nicht. Was tust du, wenn es dir nicht gefällt in Neukaledonien? Lässt du dich wieder versetzen? Bist du fertig? Ja, fertig. Nur noch eins. Wenn du weglaufen willst, okay. Aber mach dir nichts vor. Hey, Greg! Zwei Sieges haben uns angegriffen. Wir haben beide erledigt. Hey, Boy! Was hast du mit meinem Flugzeug gemacht, Johnny Boy? Leg dich ab, Micklin. Nur etwas Arbeit. Wer repariert es, du? Habt ihr Fotos? Nur wenig, Greg. Ich sagte doch, wir wurden angegriffen. Das hört dich. Ich fragte, wie viele Fotos ihr habt. Wir haben nicht viele, weil wir angegriffen wurden. Nur etwas Arbeit, hä? Komm her, verdammt! Einfache Schuhpolitur. Stiefelwichse macht glatt und geschmeidig. Der Windwiderstand vermindert sich, gibt 10-15 Knoten mehr. Bringt Ihnen das was? Das liegt natürlich am Piloten, aber diese 10-15 Knoten waren in gewissen Situationen der entscheidende Faktor. Oh, Sie kennen Major Boynton, ja? Ja, Major. Captain Casey hat mir gerade sehr interessante... Nur Schwachsinn, hat er Ihnen erzählt. Aber... Ich muss mit dir reden. Also, worum geht's, Greg? Was willst du? Hast du Fotos gemacht? Nein, wir wurden angegriffen. Ja, das weiß ich schon. Ja. Ich weiß noch was. Die Fotos waren euch verdammt egal, glaube ich. Ihr wolltet da oben angeben. Ihr wolltet eure Namen in der Zeitung sehen. Seid froh, es waren 2 und nicht 20. Aber das wisst ihr natürlich. Von nun an geht ihr nicht mehr rauf. Es sei denn mit mir, ist das klar? Ja, Sir. Ich stieg in meinen Vogel und flog nach Espritos Marcos. Es war Zeit, mal mit Colonel Parker zu reden. Kann ich Ihnen helfen, Major? Ich mach das schon. Oh. Greg, schön, Sie zu sehen. Was haben Sie so getrieben? Das Übliche. Etwas Golf, ein wenig Tennis.
Das mag ich. Ja, das muss ich mir notieren. Das ist ein hinreißender Spruch, ein humorvoller Aufhänger für einen Journalisten. Dann notieren Sie auch, dass ich Stepptänzer bin. Setzen Sie sich bitte. Nein, danke. Ich hörte, Sie hatten heute zwei Abschüsse. Das brauchen wir, um euch in den Schlagzeilen zu halten. Wie haben Sie davon gehört? Oh, die Flotte rief an. Das klingt nach Erfolg da oben. Sie machen so weiter und ich sorge für die Titelseiten. Das sind geheime Informationen. Oh, ganz richtig, richtig. Aber ich habe einen Draht ins Pentagon. Der einzige Weg, um an gute Einsätze zu kommen. Verstehe ich Sie richtig? Sie haben diesen Einsatz arrangiert, Parker? Ich würde nicht sagen arrangiert, ich habe nachgeholfen. Ich meine, das Oberkommando braucht die besten Piloten, die es kriegen kann. Und ich gute Stories, darum kooperieren Sie. Eine Hand wäscht die andere, wissen Sie? Und wenn einer meiner Piloten fällt, ist das auch eine gute Story? Sagen Sie was dazu. Nein, nein, unterstellen Sie mir nicht so. Ach, hören Sie auf, meine Piloten kümmern sich an Dreck, sie wollen Helden. Sie wollen gute Presse. Jetzt warten Sie. Ersparen Sie mir Ihre Rechtschaffenheit, Herr Major. Sie glauben wohl, Sie sind der Einzige, der in diesem Krieg einen Job zu erledigen hat, aber Sie irren sich. Wahrscheinlich interessiert es Sie nicht, aber es gibt Menschen zu Hause, die Angst haben. Menschen hungern nach guten Nachrichten, brauchen ihre Helden. Junge Menschen wollen Vorbilder. Für Sie mag das nicht wichtig erscheinen, aber diese Menschen brauchen das. Diese Menschen schreiben keine Briefe an die Familien toter Piloten. Ich tu's! Ich hoffe, Sie begreifen, was ich Ihnen jetzt sage. Wenn einem meiner Piloten was passiert, dann knöpfe ich Sie mir vor, Karl! Jedes Mal, wenn wir näher kommen, greifen Sie uns aus der Luft an. Sie müssen irgendwo im Dschungel einen Flugplatz haben. Diese Aufklärungsfotos zeigen keinen Flugplatz. Zum Teufel mit den Fotos, Tom. Ich sag Ihnen, da ist ein Flugplatz. Naja, er könnte gut getarnt sein. Aber das löst immer noch nicht unser Problem. Alles, was tief genug fliegt, um ihn zu orten, ballern Sie aus der Luft. Geben Sie den Einsatz Boynton und seiner Staffel. Sie schafften es schon mal. Vielleicht schaffen Sie es wieder. General, warum lande ich nicht einfach und bitte die Japaner um Auskunft? Boynton, heute ist einer dieser mir gefällt's nicht besser als Ihnen Tage. Sir, nach meiner Rückkehr möchte ich dringend mit Ihnen über Colonel Parker sprechen, wenn Sie nichts ausmacht, Sir. Over und aus. Wir flogen nach Bougainville. In jedem Krieg gibt es gewisse Einsätze, die freiwillig sein sollten. Aber sie sind es nicht. Dieser war so einer. Wir flogen in den Hinterhof des Feindes, um 1500 Marines zu helfen, die hier landen sollten. Dann los, Jungs. Versucht, die Bäume nicht zu rasieren. Es war wie auf einem Schießstand und wir waren die Zielscheiben. Wir fanden den Flugplatz, aber es waren keine Jagdflugzeuge auf den Abstellplätzen. Das Einzige, was bei einem solchen Einsatz hilft, ist die Überraschung. Die half den Toyos. Sie warteten alle oben auf uns. Banditen, oben 11 Uhr.
der Vogel in die Luft fliegt. Er ist bewusstlos. Ich vermittle ins Lazarett. Los, hoch! Jetzt nur mit der Ruhe. Er hat den Vogel gelandet. Er kommt wieder in Ordnung. Greg? Ist er schwer verletzt? Verdammt nochmal, wie soll ich das wissen? Aber ich sag Ihnen was. Sie werden keine einzige Zeile darüber schreiben. Schon gar keine Schlagzeile. Wo ist Larry? Er ist okay. Komm schon. Wo ist Larry? Ganz ruhig. Was gehört? Nein. Papi, wie geht's Jerry? Weiß nicht, er ist noch bewusstlos. Versuch's weiter. Es ist alles gut. Alles okay. Haben Sie Larry rausgefischt? Noch nicht. Sie werden. Sie holen ihn raus. Hast du mich wieder zusammengeflickt? Mhm. Ist das schlimm? Für einen Flug in die Heimat reicht es nicht ganz, Jerry. Weißt du, ich fühle mich ziemlich beschissen. Ich weiß. La Cava, Ihr Rettungsdienst. Kommen, over. Hier ist La Cava, reden Sie. Wir haben ein verlorenes Schaf gefunden. Captain Casey, er ist in guter Verfassung. Wir bringen ihn zurück. Roger, wir freuen uns. Na also. Die Maschine verpasst. Ich hatte noch was zu erledigen, weißt du? Ja. Ja. Jetzt 3 Einsätze über Bougainville in 2 Tagen. Meine Maschinen haben so viele Löcher im Bauch wie ein Schweizer Käse. Eckeln, Lieutenant. Später, meine Herren. Später, ja? Larry, altes Haus. Hey. War du noch zurück? Hey, mein Schatz. Greg, tut mir leid, aber es ist nun mal mein Job. Und wie geht's jetzt weiter, Colonel? Er hat mir richtig gefehlt. Jeder muss mal etwas Hitze vertragen können, aber die stecken uns in den Ofenpacker. Seit wir in den Schlagzeilen sind, fliegen wir nur Himmelfahrtkommandos. Ich versuch was. Sie tun besser mehr als nur versuchen. Okay, aber es wird Ihren Jungs nicht gefallen. Es sind meine Jungs, die können Sie ruhig mir überlassen, okay? Schon bereits nach 2 Wochen Aufenthalt an der Pazifikfront sollte Lieutenant French vors Kriegsgericht, weil er einen LKW in eine Kommandozentrale fuhr und sie völlig demolierte.
Maurice, macht's Ihnen was aus, wenn Sie es ändern? Ihn fuhr angeblich den LKW in die Zentrale. Es wurde nie bewiesen. Es waren defekte Bremsen. Halt das Maul und lass ihn seinen Job tun. Ein Monat später saß er im Gefängnis, weil er einen vorgesetzten Offizier durch eine Fensterscheibe geworfen hatte. Er fiel. Natürlich. Casey, fällt dir irgendwas ein? Ich wurde mal wegen meines dreckigen Spindes getadelt. Und nun zu Ihnen, Jerry. Im Juli 42 war er eingesperrt wegen ungebührlichen Verhaltens und Trunkenheit. Er flüchtete, indem er ein Navy-Transportflugzeug stahl und eine Bruchlandung hinlegte. Oh, das war eine alte Maschine. Sie wollten sie sowieso verschrotten. Nur noch eins, Maurice. Dieser Teil, wo Sie schreiben, Lieutenant Robert Boyle, wird gegenwärtig von den Behörden in Sydney gesucht, weil er ein Känguru gestohlen und außer Landes geschmuggelt hat, ist überhaupt nicht wahr. Rocky ist völlig legal. Ich kaufte ihn in einer Bar. Ich habe Papiere und alles. Ich kann es beweisen. Es ist kein illegales Känguru. Das ist überhaupt nicht komisch, Papi. Wenn ich nach Sydney gehe, werde ich verhaftet. Niemand veröffentlicht das. Wenn die Flotte das liest, verschwinden wir von den Titelseiten. Was ist mit Jeb? Nicht viel, nur dass er erst 16 und illegal bei den Marines ist. Was? Was? Schon gut. Setz dich. Also das werden wir ändern müssen. Damit haben wir über alle was. Außer Casey. Komm schon. Nein! Wartet! Ich hab's! Ausbildungslager, während der Ausbildung. Ich bin abgehauen, unter dem Zaun durch. Was passierte dann? Ich kam zurück. Du haust einfach ab? Ja! Hey, ich gratuliere! Es passierte nicht von heute auf morgen, aber Colonel Parkers Plan funktionierte. Die Lage beruhigte sich. Es wurde zu ruhig für Parker. Er ließ sich zu einer heißen Bomberstaffel versetzen. Wir flogen wieder unsere obligaten Einsätze und gelegentlich hatten wir Glück. Zum Beispiel an dem Tag, als French das Munitionsdepot in New Georgia erwischte. Ich hab's getroffen, Papi! Mach die Augen wieder auf, French. Meinst du, hattest die Augen offen? Arschen kann ich mich allein, ihr Komiker. Wen schleppt Lata an? Colonel Ferris, darf ich vorstellen, Major Boyd. Freut mich, Colonel. Colonel Ferris ist unser neuer Public Relations Offizier. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit, Major. Ich glaube, es wird interessant. Und ich hörte, dass Sie und Ihre Männer heute früh ein Munitionsdepot trafen. Munitionsdepot? Ein Munitionsdepot auf New Georgia, ja. Das ist eine Story für die Titelseiten. Das ist Captain Casey, mein stellvertretender Offizier. Erwischten wir ein Depot auf New Georgia? Georgia? Nein, wir waren noch nicht mal in der Nähe von New Georgia. Es war sicher die VMF 245. Vielleicht waren es die Flying Deuces. Oder einer von diesen Piloten aus Neuseeland. Die verstehen sich auf sowas. Ja. Nein, Colonel, wir erwischten kein Munitionsdepot auf New Georgia. Major, wollen Sie mich verarschen? Colonel... Das ist Ihr Metier. Sie verarschen doch die ganze Welt.